Einen schönen guten Nachmittag hier in Wien. Das strahlende Wetter haben wir extra für die bestellt, die sonst nicht hier sind. Und gerne doch. Dafür ist das Thema etwas unerfreulicher. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über Kernkraftwerke. Ich fange an mit der Physik, aber ich setze sozusagen quasi nichts voraus. Als Kernbausteine, es genügt mir das Bohrsche Atommodell, beziehungsweise dann noch weniger. Wir haben Protonen, die sind positiv geladen. Dann haben wir Neutronen, die sind quasi gleich groß, gleich schwer und haben keine Ladung, die sind neutral. Und wir haben Elektronen, die sind negativ geladen. Die Ladung ist gleich groß wie vom Proton, aber entgegengesetzt. Und physisch sind sie kleiner. Jetzt bauen wir uns das erste Atom. Das einfachste, ein Wasserstoffatom, hat ein Proton und ein Elektron. Insgesamt von weiter weg ist die Ladung null, wenn man weit genug wegschaut. Die heben einander auf. Das Wasserstoff hat mehrere Möglichkeiten. Das zweite ist schwerer Wasserstoff. Heißt auch Wasserstoff, weil er nur ein Proton hat. Heißt, die Anzahl der Protonen bestimmt, welches Element das ist im Periodensystem. Die Anzahl der Neutronen können unterschiedlich sein. Die sind nur sozusagen der Klebstoff. Normalerweise wird das mit dem gleichen Buchstaben bezeichnet. Beim Wasserstoff, einzige Ausnahme, kann es unterschiedlich sein. Das Deuterium, man kann entweder H mit 2 schreiben oder ein D. Das ist ein schwerer Wasserstoff. Dann gibt es eine dritte Möglichkeit, das hat 2 Neutronen und ein Proton, ist auch ein Wasserstoff. Sogenannter überschwerer Wasserstoff. Der wird uns noch begegnen. Dieses Tritium entsteht in der Stratosphäre, zum Teil durch schnelle kosmische Protonen. Und man kann aus dem Verhältnis von Tritium und normalem Wasserstoff oder von Wasser, das Tritium enthält, und von Wasser, das nur Wasserstoff enthält, feststellen, wie alt etwas ist. Zum Beispiel bei alten Weinen. Und zwar aus folgendem Grund. Das Tritium hat zu viele Neutronen, das ist instabil. Und es hat eine Halbwertszeit von 12 Jahren. Das heißt, nach 12 Jahren ist nur mehr die Hälfte da, nach der doppelten Zeit nur mehr ein Viertel. Und das heißt, bei Weinen kann man dann relativ gut feststellen, sind die jetzt wirklich 20, 30, 40 Jahre alt oder nicht, weil das Verhältnis sich verändert, weil ja kein neues mehr irgendwie nachgeliefert wird. Man geht davon aus, dass das Verhältnis von normalem Wasserstoff zu Tritium immer ungefähr gleich ist. Wird nicht ganz stimmen, aber als über den Daumen gepeilt kann man da feststellen, ist das gefälscht oder ist das nicht gefälscht. Und bei den Reaktorsachen wird Tritium auch sehr oft gebildet. Also wir merken uns, hat eine Halbwertszeit von 12 Jahren, ist relativ schnell weg. Das würde uns auch Probleme machen bei Fusionsreaktoren. Ja. Na, Tritium ist ein Wasserstoff. Das ist eine Sorte Wasserstoff, hat halt nur 2 Neutronen statt 0 oder 1. Ich weiß nicht, wie das zerfällt. Okay, danke. Also im Prinzip wandelt sich ein Neutron um in ein Proton. Dann hast du statt einem 2 Protonen. Und die überzählige Ladung muss halt weg. Ja? Gut. Aber es gibt Physiker, die mir notfalls helfen, wenn ich was nicht weiß. Also der überschwere Wasserstoff wird auch im Reaktor zum Teil erzeugt. Der macht manchmal Probleme, vor allem wenn er irgendwie freigesetzt wird.
Hier mache ich noch einmal die Übersicht. Wasserstoff, schwerer Wasserstoff ist Deuterium und überschwerer ist Tritium. Da habe ich jetzt die Elektronenhülle nicht mehr gezeichnet. Die brauchen wir nicht. Wir machen keine Chemie, sondern Physik. In der Chemie hängen wir die Schalen zusammen und verbinden die Schalen miteinander zu chemischen Bindungen. Wir in der Physik brauchen nur die Kerne. Alles andere interessiert uns nicht. Und da das Sterndl. Was bedeutet das Sterndl? Das findet man öfters. Nein, in dem Fall nicht das Kleingedruckte. Das Sterndl bedeutet immer, dass es radioaktiv ist, dass das Ganze instabil ist und irgendwie zerfällt. Wie auch immer. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also muss nicht immer sein, dass sich ein Neutron oder Proton umwandelt. Das können auch Gammas oder wie auch immer. Also jedenfalls ein Sterndl bedeutet immer, das Ganze ist radioaktiv und instabil. Dann können wir das ganze Spielchen auch noch mit Kohlenstoff machen. Da habe ich wieder die Elektronenschalen dabei, aber die interessieren uns ja nicht. Die sind nicht weg, aber sie interessieren uns einfach nicht. Und um nicht zu verwirren, lasse ich die einfach weg. Beim Kohlenstoff sind die wichtigsten das normale, das C12. Die Zahl 12 sagt, es sind Protonen und Neutronen. Das ist das sechste Element, das sind 6 Protonen. Die Protonen bestimmen, welches Element das ist. Dann gibt es ein C13, das hat ein Neutron mehr. Sieht man die Farbenunterschiede? Ja, die sieht man gut. Und dann gibt es ein C14, das hat 2 Neutronen mehr. C14 hat, wer hat es noch nicht gehört? Paul. Verarschen kann ich mich selber. Das hat auch wieder ein Sterndl, das zerfällt. Das ist radioaktiv. Das kann man verwenden zum feststellen, wie alt eine biologische Substanz ist. Und zwar seit dem Zeitpunkt, wo sie gestorben ist. Also abgesägte Bäume oder auch der Ötzi, wie auch immer. Und die sind jetzt, also das eine hat ein Neutron mehr, das andere 2 Neutronen, kommen nicht alle gleich häufig vor. Jetzt im Periodensystem findet man sowas. Da steht dann für die Summe von Proton und Neutron 12,011. Weiß jemand, warum das so schief ist? Also 0,1, ja, 0,1 Neutronen werden wir ja nicht haben. Ja, genau. Das ist der Durchschnitt von den natürlichen Häufigkeiten. Also wenn ich so irgendwo einen Kohlenstoff finde in der Natur, dann hat das 98,9% ein C12, also mit 6 Protonen, 6 Neutronen. Dann 1,2% C13. Und das andere ist ganz, ganz wenig. 10⁻⁹%. Das hat eine Halbwertszeit von 5730 Jahren, ist also im Vergleich zum Erdalter relativ schnell weg. Hat also nur mehr Spuren und das ist vom Natürlichen einfach der Durchschnitt. Dann schauen wir uns die Uranisotope an. Die Elektronenschalen, das sind dann schon ganz viele, die lasse ich auch wieder weg, weil die interessieren uns in diesem Fall nicht. Die wichtigsten sind ein Uran-235, das ist das 92. Element, hat 143 Neutronen, 92 Protonen, hat eine Halbwertszeit von 7·10⁸ Jahren. Das Ganze ist nach Uranus, nach dem Gott Uranus benannt und wurde 1789 entdeckt. Das andere, das Uran-238, hat um 3 Neutronen mehr. Wieder ein Sterndl,
Haben beide ein Sternteil, sind also alle radioaktiv, sind nicht stabil, zerfallen aber unterschiedlich schnell. Das Uran 238 hat 4,5 Milliarden Jahre Halbwertszeit. Das ist ungefähr so viel, wie die Erde alt ist. Die ganz schweren Elemente sind alle in einer Supernova entstanden. Also wenn die ganz großen, sehr massereichen Sterne zu Ende gehen, dann explodieren sie irgendwann einmal und dann wird so viel Energie frei, dass die ganz, ganz schweren Elemente fusionieren können. Und die Erde sich gebildet hat, war also doppelt so viel von diesem da. Das Uran 235 zerfällt deutlich schneller. Ist aber nicht wahrscheinlich, dass die in der Supernova zu gleichen Verhältnissen gebildet wurden. Beziehungsweise das kann man nicht sagen, aber die Halbwertszeit ist, also es zerfällt 6-mal schneller. Und es sind ganz unterschiedliche Mengen vorhanden. Das Uran 236 existiert im Prinzip auch, aber nur in Spuren. Jetzt schauen wir uns die ganz großen Kerne an. Es ist jetzt kein Irrtum, dass da so wenig rote Punkte sind. Die großen Kerne haben sehr viel mehr Neutronen als die kleinen im Verhältnis. Die sind sozusagen der Klebstoff. Wir haben zwischen zwei Teilchen im Kern Anziehungskraft, aber zwischen zwei Protonen, die sind beide positiv geladen, zwischen gleichen Ladungen haben wir Abstoßung. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir etwas mehr Anziehung zusammenkriegen. Also da bieten wir einfach Neutronen dazu, dass das Ganze irgendwie noch hält. Also die ganz großen Kerne haben im Verhältnis mehr Neutronen. Da habe ich die Verhältnisse aufgeschrieben. Beim Wasserstoff, beim einfachen haben wir 0 Neutronen. Beim Kohlenstoff, beim häufigsten haben wir 6,6, da ist das Verhältnis 1:1. Und wenn wir weitergehen bis zum Uran, das Verhältnis schon 1,6. Das hat deutlich mehr Neutronen, damit das Ganze nicht sofort auseinanderfliegt. Also, wir brauchen mehr Kerne, dass die Kernkraft das zusammenhalten kann und entgegen der Abstoßung der gleichnamigen Protonen. Oberhalb vom Eisen sind die Sachen sowieso nicht mehr stabil. Da habe ich jetzt, den Cursor sieht man wirklich nicht, unten aufgetragen die Zahl der Protonen. Und nach oben ist die Energie pro Kernbaustein. Und Eisen hat die größte Bindungsenergie pro Kernbaustein. Das heißt, auf der linken Seite können wir durch Fusion, durch Zusammenkleben von mehreren kleinen, also von zwei Wasserstoff oder zwei Helium oder einem Wasserstoff und was anderem, Energie gewinnen. Bis hin zum Eisen, das ist das Allerstabilste. Und bei den ganz schweren können wir durch Spaltenenergie gewinnen, aber nicht so viel, weil die Kurve geht etwas flacher. Also die schweren können wir zerteilen und Energie gewinnen, die leichten fusionieren, hat allerdings Probleme. Geht auf der Sonne ganz gut, auf der Erde kriegen wir das nicht hin. Wie ich angefangen habe zu studieren, und das ist schon ein Weilchen her, hat es geheißen, in 10 Jahren gibt es den Fusionsreaktor. Das ist so die Fusionskonstante, 10 Jahre ab jetzt, egal wann das jetzt ist. Also es sind immer noch 10 Jahre. Da noch eine kurze Unterscheidung zwischen Spaltung und Fusion. Bei der Fusion kommen zwei Teilchen zusammen und bilden ein größeres und es wird energiefrei. Und bei der Spaltung, die heißt auf Englisch Fission, wird ein Teil gespalten auf zwei und es wird auch energiefrei. Zum Teil noch kleine Teilchen. Die beiden müssen wir unterscheiden.
Wir haben noch immer keinen Reaktor. Jetzt schauen wir uns einmal das Uran an, was wir so abbauen können. Die, die in ganz geringen Mengen vorkommen, interessieren uns nicht. Also wir haben das Uran-238 mit vielen Neutronen, also mit drei mehr, und das 235er mit drei Neutronen weniger. Das kommt nur zu 0,7% vor. Das ist blöd, weil das sind die häufigsten Reaktoren, die man mit dem Uran-235 bauen will. Das andere sind 99,3%. Ganz am Anfang konnte man die Sachen eigentlich gar nicht trennen, da konnte man die nur chemisch trennen. Und das Uran, die beiden Isotope, kann man chemisch nicht trennen. Also sie haben die gleichen Elektronenschalen, also die gleiche Chemie. Die kriegt man nicht auseinander. Die unterscheiden sich nur im Kern. Also chemische Trennung geht nicht. Beim Plutonium, das kann man wieder abtrennen, weil es chemisch anders reagiert. Also muss man schauen, dass man das dann später irgendwie anders auseinanderbringt. So, wo kriegen wir jetzt unser Uran her? In Kasachstan, in den USA, in Kanada, in Australien. Früher sogar hat man in der DDR abgebaut. Wismut, das hat sicher schon einmal jemand gehört. Ja. Oder in Joachimsthal. Wer hat das schon gehört? Noch immerhin ein paar. In der Tschechisch. Und da hat die Madame Curie ihre Pechblende herbekommen. Die hat da so 200, na, so ein, mehrere Tonnen Pechblende aus Joachimsthal in einem Mörser von Hand aufgeschlossen. So richtig von Hand gedreht. Also das war eine etwas mühsame Sache. Nachdem das ganze Uran in einer Supernova entstanden ist, ist das Verhältnis weltweit gleich von Uran-235 und Uran-238. Und die braven Chemiker haben aus jeder Charge, die sie irgendwo vom Abbau bekommen haben, nachgemessen. Und einmal haben sie festgestellt, das Verhältnis stimmt nicht. Und waren eigentlich verzweifelt und gesagt, nein, das gibt's nicht, wir haben uns vermessen. Also jeder gute Naturwissenschaftler, wenn er irgendwas rauskriegt, was nicht in sein Weltbild passt, ich habe was verdreckt, ich habe nicht sauber gearbeitet, ich habe schlecht abgelesen, ich war zu müde, irgendwas, und der macht das noch einmal und noch einmal und nimmt neue Proben. Und es ist immer das Gleiche rausgekommen, das Verhältnis stimmt nicht. Und es hat aber immer gestimmt, es war immer gleich. Da ist Folgendes, sind sie draufgekommen. Das Oklo, da der rote Punkt in Afrika, in Gabun. Da ist Folgendes passiert. Das dunkelgraue ist Granit, das helle Sandstein und das weiße, da gibt es so Flöze, und das ganz dunkle, da ist Wasser eingedrungen. Und das Wasser hat moderiert, hat die Neutronen vom eigenen Zerfall, vom Uran gebremst. Und das war ein natürlicher Kernreaktor, der ganz langsam abgebrannt ist. Dadurch hat sich das Verhältnis verändert, weil das Uran-235 ist wirklich abgebrannt wie in einem Reaktor. Und der ist gelaufen 500.000 Jahre. Also der ist ganz gemütlich so vor sich hin. Und das hat man bis dahin nicht gewusst. Man hat dann also weitergeschaut und hat in dieser Gegend sehr viele gefunden, wo eben begrenzt Wasser eingedrungen ist und der wirklich abgebrannt ist. Es sind angeblich 10 Tonnen vom Uran-235 gespalten worden. Und 4 Tonnen Plutonium wurden dabei erbrütet. Ganz natürlich. Und der Prozentanteil von 0,72 auf 0,71. Also die haben schon sehr genau gemessen und sehr genau hingeschaut.
und nicht gesagt, so darf es ein bisschen mehr sein. Sondern sie haben wirklich ganz genau geschaut und gesagt, das darf nicht sein. Und so sind sie da drauf gekommen. Und auch in Meteoriten oder am Mond, überall wo man so etwas findet, ist das Verhältnis immer exakt das gleiche. Ja, der größte Reaktor ist 12 Meter lang, 18 Meter tief und so Zentimeter dick. Also nicht sehr groß. Einfach dadurch, dass das Wasser eingedrungen ist, konnte das abbrennen. Wenn ich das Ganze jetzt abbaue, habe ich auf jeden Fall radioaktive Abfälle. Beide Uransorten zerfallen. Ist nicht so sehr aktiv. Also es ist jetzt, muss mich jetzt nicht so wahnsinnig davor fürchten, erst dann, wenn es einmal im Reaktor war. Was schlecht ist beim Abbau, beim Tagebau oder auch unter der Erde, es gibt sehr viel Staub. Und einatmen ist ganz schlecht. Außerdem, es entsteht Radon. Radon ist ein Gas. Ist radioaktiv und beim Einatmen verstrahlt einen das dann sozusagen von innen. Ist auch nicht gut. Außerdem haben Uranlagerstätten immer Schwermetalle dabei, andere Schwermetalle. Also Arsen, Eisen, Mangan. Und die sind bekanntlich äußerst giftig. Uran selber als Schwermetall ist auch giftig. Also diese Schlemme, wo man das Ganze zum Teil aufschlemmt, man hinterlässt da ziemlich verbrannte Erde, wenn man das abbaut. Also am besten lasst man das in Ruhe. Das Radon werden vor allem die Österreicher wissen. Wir haben ja da so ganz besondere Heilstollen. Ja, zumindest die Österreicher lachen, ja. Ich glaube in Bad Gastein, da sind riesige Stollen und da werden die Kranken oder weniger Kranken hineingeschoben und wenn sie lang genug drin bleiben, sind sie dann sicher krank, weil das radioaktive Radium ist nicht so gesund, wie man dort behauptet. Und die Angestellten dort, die dort länger sind, die sind dann ordentlich krank. Ja. Gut, hier gehen wir noch einmal zu einer Spaltung. Ich habe ein Neutron. Donnert das auf einen Kern drauf und der fliegt mir auseinander in zwei Teile meistens. Und dann haben wir ja gesagt, die weniger schweren Kerne brauchen nicht ganz so viel Klebstoff. Die brauchen weniger Neutronen. Das heißt, wenn ich das große zerdonner in zwei kleinere, brauche ich den Klebstoff nicht mehr. Das heißt, es werden mir Neutronen frei. Die sind überzählig, die brauche ich nicht mehr. Die fliegen dann so in der Gegend rum. Es können zwei oder drei sein, je nachdem, wie das zerfällt. Ich mache es immer mit zwei, weil es ist unerheblich, ob es zwei oder drei sind. Einfach der Einfachheit halber sage ich, es werden zwei frei, können aber auch mal drei sein. Und um das Ganze jetzt ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, zeichne ich jetzt nicht mehr die ganzen vielen Kugeln mit den vielen Neutronen und Protonen, sondern nur mehr die ganzen Kerne. Damit es einfach übersichtlicher wird, weil wir wissen das jetzt schon, dass die aufgebaut sind und das interessiert dann nicht mehr im Einzelnen, sondern es ist ein Kern. Das ist noch einmal das, praktisch das Gleiche wie vorher. Ich beschieße einen Urankern, eventuell auch was anderes, mit einem Neutron. Das zerplatzt auf zwei und der überzählige Klebstoff, die überzähligen Neutronen werden frei. Diese Spaltung kann unterschiedliche Sachen liefern. Also es sind nicht immer die gleichen. Sie sind ungefähr gleich groß. Ganz, ganz selten ist eine Spaltung symmetrisch. Also dass zwei gleich große sind. Meistens sind es unterschiedlich und da gibt es auch noch ein bisschen Varianten. Und die Neutronen, die rausdonnern, haben 20.000 Kilometer in der Sekunde. Das ist wichtig. Die sind schnell. Die sind unglaublich schnell. Und die kann man nicht immer so schnell brauchen. Also ich hau mit der Axt drauf, zerspalte das Ganze und
Wenn ich so Holz spalte, dann gibt es eh meistens noch irgendwelche Bröseln, die durch die Gegend fliegen. Die Kernspaltung wurde 1938 in Berlin entdeckt. Emi aus Berlin. Die Lise Meitner und der Otto Hahn haben daran gearbeitet. Wir sind hier im Lise Meitner Hörsaal. Der hätte der halbe Nobelpreis zugestanden. Damals haben aber Frauen nur ganz, ganz schwer den Nobelpreis bekommen. Die Madame Curie hat das zweimal geschafft. Aber der Lise Meitner hat man ihn nicht vergönnt. Der Otto Hahn hat sich da durchgesetzt. Und das ist ein Foto von einem Labor von den beiden. Die Labors, die waren alle nicht so schön wie hier. Die sind alle kalt, ungeheizt und mit relativ primitiven Sachen. Die Lise Meitner war eine Österreicherin, eine Jüdin, die musste auswandern, hat es rechtzeitig geschafft, dem Ganzen zu entkommen. Ist 1938, ich glaube, nach Schweden ausgewandert. Und es waren Hahn und Strassmann mitbeteiligt und sie haben geglaubt, sie stellen Transurane her. Sie haben etwas gehabt, das natürlicherweise Neutronen aussendet, eine Neutronenquelle, und haben das Uran damit bestrahlt und haben geglaubt, dass das Neutron bleibt stecken und es gibt dann was Größeres. Und vielleicht wandelt sich das Neutron dann innen auch noch in ein Proton um und schickt noch ein Elektron hinaus, damit die Ladung erhalten bleibt. Und ich bekomme dann jenseits des Urans andere Elemente. Haben sie geglaubt, passiert hier und da. Aber die Chemiker haben dann irgendwann Barium gefunden. Das ist sowas halb so Großes. Das gibt es nicht, das kann nicht sein. Und durch chemische Analyse haben sie eigentlich nachgewiesen, dass das Uran sozusagen gespalten wird, gewaltsam in kleinere Teile. Und die konnten sie ja dann chemisch abtrennen, weil die haben ja unterschiedliche, nicht nur unterschiedliche Größen, sondern unterschiedliche Elektronenschalen. Die kann man chemisch dann wirklich nachweisen, dass das was anderes ist als das Uran. Also wie gesagt, als erstes haben sie radioaktives Bariumisotope gefunden und sie haben dann gesprochen vom Zerplatzen des Atomkernes. Jetzt bauen wir uns eine Kettenreaktion. Und zwar, ich habe ein Neutron, mit dem fange ich an. Das schieße ich mir auf einen Kern. Also diese lila Sachen sind ganze Kerne, ist Uran. Welches ist in dem Fall egal. Ich schieße das drauf und wir haben gesagt, das zerteilt sich und es werden zwei Neutronen frei. Die kleinen Futzeln sind die Bruchstücke, die interessieren mich nicht. Die machen erst Probleme, wenn es ganz, ganz viele werden. Aber die interessieren mich für das, was ich erklären will, nicht. Also ich schicke ein Neutron auf ein Uran, das zerplatzt, wie der Hahn gesagt hat. Und es kommen zwei weitere Neutronen raus. Die suchen sich jeder ein neues Uran. Die zerplatzen wieder. Und das geht dann in zweier Potenzen rauf. Und dann gibt es irgendwie sowas. So, bumm. Das geht dann ganz schnell. Jetzt haben einmal Leute sowas mit Mausefallen nachgestellt. Mausefallen und auf jede Mausefalle einen Tennisball und einen schmeißt man rein. Also nicht auf jede Mausefalle einen, sondern zwei Tennisbälle. Einen schmeißt man rein, bei jeder Mausefalle, die auslöst, werden zwei frei und das geht am Anfang plopp, plopp, plopp und dann macht es bumm. Und so passiert das auch. Und dann haben wir eine Bombe. Das wollen wir nicht. Ich meine, wollte man schon, aber nicht so vor der Nase. Die Bomben wollte man schon erst dann zünden, wenn sie weit genug weg sind. Also war nicht so ganz das, was man wollte. Das heißt, man wollte die Energie nutzen, aber irgendwie auch langsam.
Das ist der sogenannte Chicago Pile 1942. Also, ja, nicht gerade vorgestern, aber schon vorvorgestern. Also so ganz arg lang ist das noch nicht her. Da haben sie gewusst, sie kriegen so eine Kettenreaktion. Haben aus Gründen, die ich dann noch erkläre, unheimliche Mengen gebraucht und haben das aufgeschlichtet. Also erstens einmal haben sie in den USA zu wenig Graphit gehabt. Den haben sie sich besorgen müssen, haben so Graphitziegel aufgestellt, 45.000 Stück. Also ordentliches Ding mit 360 Tonnen, 5,4 Tonnen Natururan. Das haben die auch nicht gehabt. In Amerika haben sie damals kein Uran gehabt. Das haben sie irgendwo einkaufen müssen. Haben sie aufgebaut, keine Abschirmung, keine Kühlung, nichts. Die Neutronen gebremst wurden mit dem Graphit. Das werde ich später auch noch etwas genauer erklären. Und dann haben sich die Physiker überlegt, naja, vielleicht zündet die Atmosphäre durch. Aber das riskieren wir. Also nicht nur das eigene Leben, was ich jedem zugestehe, wenn er das unbedingt machen will, aber so, das war die Überlegung, na, vielleicht zündet es durch, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Damals konnte man das noch nicht so gut oder eigentlich gar nicht anreichern, das hat man erst mit der Zeit gelernt. Da sieht man eine Leiter und so einen Stab. Dieser Stab ist ein Regelelement. Das kann Neutronen fangen, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig werden. Sie haben einen Neutronendetektor gehabt. Da weiß ich nicht, habe ich bis jetzt noch nicht feststellen können, wie der funktioniert hat, aber sie haben sowas gehabt. Und sozusagen ist einer am Neutronendetektor gesessen und hat per Zuruf den anderen, dem, der oben auf der Leiter gestanden ist, reinschieben oder rausziehen. So, etwas russische Methode, ja. So hat man den ersten Reaktor geregelt. Dann haben sie noch eine Vorrichtung zur Schnellabschaltung gehabt, ja. Folie? Oben? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber man hat eine Vorrichtung zur Schnellabschaltung gehabt. Und zwar hat man Regelelemente gehabt, die Neutronen wegfangen. Und die muss man im Katastrophenfall ganz schnell da reinkriegen. Und die haben sie aufgehängt an Seilen oben am Plafond. Und dann hat es jemanden gegeben, der auf Zuruf dann mit einer Axt das Seil durchgeschnitten hätte. Das wäre die Schnellabschaltung gewesen. Also wirklich mutig, finde ich. So, jetzt gehen wir zurück. Wir haben hier ein Uran-235, das ist einmal die häufigste Art von Reaktor. Die hellen sind die, die nicht gespalten sind. Und die dunklen sind in dem Fall die, die gerade schon in Spaltung begriffen sind. Ich habe ein Neutron, das schieße ich rein, das spaltet mir das erste Uran. Dieses gibt zwei Neutronen frei, die spalten beide wieder das nächste. Und irgendwann macht es, das war's dann. Und zwar, es gehen da ganz viele verloren. Setzt außen kommen die ziemlich viele raus und die stehen dann nicht mehr für weitere Spaltungen zur Verfügung. Und es gehen mehr verloren, als drin bleiben. Es gibt noch andere Effekte, aber das ist einmal so das Wesentlichste. Somit kann ich das gar nicht aufrechterhalten. Wenn da mehr verloren gehen, als drin bleiben, dann muss ich irgendwas machen. Es bleiben in den Steuerstäben auch welche und es wandeln sich auch Sachen um. Also, aber das Wichtigste ist, die gehen nach außen verloren.
Das heißt, wenn ich das nicht will, müsste ich das Ding ganz relativ groß machen. Sehr groß. Dass die meisten drin bleiben und nur am Rand welche verloren gehen. Darum hat man ja auch diesen Chicago Pile so riesig groß gemacht. Damit ich da aber nicht wieder zig Tonnen brauche, gibt es einen anderen Trick. Ich nehme außen einen Reflektor, wo die Neutronen dran donnern und wieder zurückgeschickt werden. Dann habe ich nur mehr die anderen Verluste und kann das Ganze durchaus kleiner machen. Und zwar der Reflektor, Stahl oder Beryllium, wird so üblicherweise verwendet. Und damit sinkt die Mindestmenge, dass ich das aufrechterhalten kann, erheblich. Also bei Uran-235 von 50 auf 17 Kilo, das macht schon einen Riesenunterschied. Die 17 Kilo sind ja auch nicht so, dann das muss man ja anordnen und Steuerstäbe und alles Mögliche noch. Also das wird immer noch relativ groß. Und beim Plutonium sinkt es von 10 auf 4,5 Kilo. Einfach dadurch, dass ich den Reflektor habe und verhindert, dass zu viele Neutronen sich einfach davon machen. So, jetzt bauen wir unseren Reaktor in Betrieb. Ich will nicht, dass er Wumpf macht und dann wieder zusammenfällt. Ich will aber auch nicht, dass er Bumm macht. Und da muss ich irgendwie so Gratwanderung das Gleichgewicht finden. Ich nehme ein Neutron, spalte mir ein Uran. Das gibt zwei, die dann frei werden. Ich mache das so lange, bis ich so viele habe pro Zeiteinheit, wie ich will. Und dann muss ich schauen, dass von jedem gespaltenen Uran eins weiterspaltet und eins weggefangen wird, damit es nicht Wumm macht. Also ich will das Ganze dann gleichmäßigst abbrennen. Das sind die ich durchgestrichen habe. Also irgendwas muss ich dann tun, dass ich die überzähligen wegfange. So wie der Pac-Man, der frisst die. Also mein Pac-Man, der frisst halt Neutronen. Vielleicht war jetzt etwas, war ich etwas zu schnell. Bei dem Ganzen entsteht Wärme. Diese Wärme muss ich abführen. Und meistens schaue ich, dass ich ein heißes Wasser bekomme und das durch irgendwelche Turbinen und dann Generatoren führe. Gut, wir hatten schon gesagt, wir erinnern uns, die Neutronen, die da rauskommen, sind schnell. Die sind ganz furchtbar schnell. Ich brauche die aber nicht, vor allem nicht, wenn ich einen Reaktor mit Uran-235 bauen will, und das will ich jetzt einmal. Fürs Uran-238, das spaltet mit den schnellen Neutronen. Da brauche ich nichts zum Bremsen. Meistens gibt es aber einen Reaktor mit, also die üblichen Wasserreaktoren. Da habe ich Uran-235, was ich verwende. Das 238er stört, aber ganz weg kriege ich es nicht. Und da brauche ich langsame Neutronen. Und die schnellen, die spalten das einfach nicht. Und daher muss ich das bremsen. Und das nennt sich Moderator. Also so langsam. Und irgendwie muss ich diese abbremsen. Hat jemand schon Billard gespielt? Ui. Boah, doch ein paar mehr. Dann erkläre ich euch noch nachher, wie das Abbremsen funktioniert. Also beim Uran-238 kann ich die Neutronen, so wie sie frei werden, weiterverwenden, muss nur die überzähligen zusammenfressen, mein Pac-Man. Beim Uran-235 muss ich die bremsen, also nicht fressen, nicht absorbieren und aus dem Verkehr ziehen, sondern bremsen. Üblich sind mehrere Sachen. Entweder Wasser, ganz gewöhnliches Wasser, halt gereinigt, oder Kohlenstoff, oder D2O, also schweres Wasser. Es gibt
einen Reaktortypen, den CANDU, den Kanada-Typ, der mit schwerem Wasser funktioniert. Das schwere Wasser ist unglaublich teuer, hätte aber den Vorteil, dass es keine, also deutlich weniger Neutronen schluckt als normales Wasser. Das heißt, man muss nicht das Verhältnis so stark verändern, man kann das mit Natururan betreiben. Es gibt ein paar, im Krieg wollten es also versuchen, die Bombe zu bauen und wollten das mit schwerem Wasser machen. Die Amerikaner sind einmal angestanden, dass sie kein schweres Wasser gehabt haben. Also da hat es überall an allem gefehlt. Es wurden auch Versuche gemacht, also noch so etwas russische mit Ziegeln, die haben mit Paraffin gebremst. Und das ist heute auch noch eine Methode, eventuell abzuschirmen, dass man riesige Paraffinblöcke nimmt zum Neutronen abschirmen, dass man die irgendwie bremst. Also, aber in die Nähe von einem Neutronenstrahlrohr, von einem Reaktor möchte ich sowieso nicht kommen. Also es ist irgendwie ganz ungesund. Also üblich sind heutzutage Wasser, schweres Wasser oder Graphit, um das zu bremsen. Das ist der Moderator. Wenn ich einen Reaktor habe ohne Moderator, muss ich ein anderes Kühlmittel nehmen. Also bei den mit Uran-235 habe ich einen Vorteil, wenn ich Wasser nehme, bremst mir das die Neutronen auf die erforderliche niedrige Geschwindigkeit und ich kann es gleich als Kühlmittel verwenden, das mir die Wärme wegtransportiert. Wenn ich einen Reaktor bauen will mit dem Uran-238, der geht mit den schnellen Neutronen, die muss ich nicht bremsen, kann ich nicht Wasser als Kühlmittel verwenden, weil das bremst nur wieder die Neutronen, das geht nicht. Muss ich was anderes nehmen, was nicht bremst? Hat jemand eine Idee? Du sei ruhig. Außer den Physikern. Nicht. Flüssiges Natrium zum Beispiel ist ganz beliebt. Das sind die sogenannten schnellen Brüter, ist ganz harmlos. Oder eine Mischung aus Natrium und Kalium wird verwendet oder flüssiges Blei. Also ist alles, gerade das Natrium, das hat doch sicher jeder mal in der Schule gemacht, so ein Stück Natrium auf Wasser geschmissen. Wenn das nicht, schauen, dann war es ein schlechter Chemielehrer. Also so ein Stück Natrium auf Wasser geschmissen macht so ein Feuerwerk. Also wenn das irgendwo undicht wird, dann haben wir ein Problem. Mit dem flüssigen Blei nicht, aber mit dem Natrium schon. Warum kein Quecksilber? Weiß ich nicht. Es ist flüssig, ja. Beim Natrium und beim Blei muss man das vorheizen. Das muss man flüssig einfüllen. Müsste man beim Quecksilber, wäre es von vornherein flüssig, aber ich weiß nicht, ob das einmal gemacht wurde. Dem werde ich nachgehen. Ist aber im Prinzip eine gute Idee. Also, jetzt spielen wir Billard. Ich habe ein Neutron, das hat eine bestimmte Geschwindigkeit. Und das Endstrich ist nach dem Stoß. Das Neutron donner ich auf ein gleichschweres drauf. Zwei gleichschwere Kugeln. Die zweite Kugel nimmt die gesamte Energie und wandert weiter. Und das erste bleibt stehen. Das hat dann die Geschwindigkeit 0. Das ist zu wenig. Also ein bisschen mehr tät ich an Geschwindigkeit schon noch brauchen. Ich habe ja gesagt 2 km/s, also ein bisschen was sollte überbleiben. Dann kann ich was ganz Großes, Schweres nehmen, gegen das ich das donnere. Also Billard spielen über die Bande. Da wird es reflektiert, kommt mit der gleichen Geschwindigkeit zurück, Richtung ändert sich. Das ist wieder zu schnell. Richtung lasse ich in dem Fall, ist außer Betracht, die ist egal. Kann es also auch nicht sein. Und dann ist besser, ich bremse mit was Mittelschwerem. Da geht ein Teil der Energie auf die mittelschwere Kugel und das Neutron, was anbempert, gibt einen Teil der Energie ab und wird langsamer. Das kann ich brauchen. Ich will sehr langsamer haben. Ich will nicht die Geschwindigkeit 0 haben, sondern nur langsamer. Und da nimmt man eben bei den meisten Reaktoren Wasser, manchmal Kohlenstoff und D2O wird
eher relativ selten verwendet, weil es sehr teuer ist. Gut. Jetzt nehme ich mir ein langsames, die heißen auch thermische Neutronen, und beschieße das. Und jetzt habe ich so wenig im Natururan, was ich abgebaut habe, relativ wenig Uran-235, das, was ich gerne spalten möchte, das, was ich ausnutzen möchte. Jetzt müssen wir irgendwie das Verhältnis ändern, weil das ist zu wenig. Also 0,7%, das zahlt sich irgendwie nicht aus und das wird nichts und ich muss da mehr haben, weil sonst macht es wirklich einmal Wumpf und fällt zusammen, also ich brauche schon etwas mehr. Jetzt muss ich das Verhältnis ändern und mehr Uran-235 haben. Jetzt machen wir das wie am Bauernhof. Wir nehmen eine frische Milch und schmeißen die in eine Zentrifuge. Und dann kriegen wir... Bitte? Sanktionen, oder? Sanktionen? Nein. Nein, wenn ich eine frische Milch in eine Zentrifuge schmeiße, nein, dann gibt es die leichtere Fraktion wird der Rahm und die schwerere die Milch. Und genauso mache ich das mit dem Uran. Ganz genau so. Natürlich nicht mit dem Abgebauten. Das kann ich reiben und mahlen. Und ich schmeiße aber jetzt nicht die Körner da in die Zentrifuge. Da ist nämlich noch sehr viel taubes Gestein dabei. Und andere Schwermetalle, die ich nicht brauchen kann und. Aber im Prinzip ist es genauso wie Milch und Rahm separieren. Einfach aufgrund der verschiedenen Dichte, spezifisches Gewicht. Ganz einfach. Theoretisch. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Ich schicke das in eine große Kurve. Das Uran 238 und das 235. Aufgrund der verschiedenen Fliehkraft, aufgrund der verschiedenen Masse, kann ich das dann am Ende dieser Düse, trennt sich das. Ändert sich die Richtung ein wenig. Wird aber, glaube ich, nicht mehr gemacht. Das Neueste ist, dass man das irgendwie mit Laser bestrahlt und irgendwie Laser induziert, trennt. Das haben die Amerikaner nicht gerne. Ich erzähle später, warum. Gut, also wir haben immer noch keinen Reaktor. Das Erz wird einmal abgebaut. Dann wird es zerkleinert in irgendwelchen Kugelmühlen und weiß der Kuckuck was. Und dann wird es mit Säure oder Lauge und Oxidationsmittel herausgelöst. Zurück bleibt das Gestein, was sich eben nicht löst, und ziemlich viel Mist. Und da kriege ich bis zu 90% des Urans raus aus dem Gestein. Dann kann ich versuchen, dass ich das Ganze abgieße, weil das Uran löst sich und der Rest bleibt unten. Das nennt man Dekantieren mit verschiedenen Filtern, also richtig so physikalische Trennmethoden. Aber erst habe ich es natürlich chemisch aufgeschlossen. Und dann habe ich die Flüssigkeit mit dem Uran, mit der Säure oder Lauge, und dann schmeiße ich Ammoniak dazu. Und das gibt den berühmten, so einen Niederschlag, so einen gelben, den Yellow Cake. Wer hat das schon mal gehört? Na, eh schon eine ganze Menge. Das schaut so wirklich, ja, ein sattes Gelb. Und das ist im Prinzip ein Ammonium-Diuranat. Die, weil es zwei sind. Also eine Uranverbindung mit Ammonium, mit Ammoniak. Das ist der Yellow Cake. Ist auch nicht gesund. Und das ganze Zeug ist generell nicht gesund. Das ganze Zeug wird dann durch Kalzinierung in Uranoxid verwandelt. Dann mit Uranchlorid. Chloride sind auch nicht so unbedingt das. Auch Danchlor ist nicht gesund. Und dann mit Flusssäure in Uranhexafluorid verwandelt. Kennt wer Flusssäure? Das ist also, das ätzt Glas an. Das ist eins der, ja genau, du verziehst das Gesicht ganz zurecht. Das ist
ganz was Scheußliches. Dann haben wir Uranhexafluorid. Sowas. Das schmeißen wir in die Zentrifuge hinein. Weil da haben wir jetzt den ganzen Mist, die ganzen Schwermetalle, das ganze Gestein und alles nicht mehr. Das ist ab 56 Grad gasförmig. Das heißt, wir haben Gaszentrifugen. Aber die funktionieren im Prinzip genauso. Nicht fragt es mich nach den Umdrehungsgeschwindigkeiten, ich weiß es nicht. Man kann sie trennen, die beiden, weil sie unterschiedliche Masse haben, weil sie unterschiedliche Dichte haben. Das eine hat ja ein paar Neutronen mehr. Jetzt könnte ja sein, dass das Fluor, dass das auch mit verschiedenen Isotopen existiert, das auch 1, 2, 3, 4, 5 Neutronen mehr hat. Unser Glück ist, das hat es nicht. Das natürliche Fluor kommt nur in einer einzigen reinen Sorte vor. Das heißt, ich mache mir da nicht ein Gemisch mit unterschiedlich vielen Neutronen, sondern ich habe wirklich den Unterschied nur aufgrund des Urans. Das Fluor hat natürlich verschiedene Isotope, aber alle anderen haben so kurze Halbwertszeiten, dass die schon weg sind. Also wirklich kurze, sehr kurze. Das heißt, es ist sozusagen rein. Es ist ein reines Element. Darum kann ich das Uranhexafluorid verwenden, weil da verseuchen mir keine fremden Neutronen das Gewichtsverhältnis. Das sehen wir, das ist dann das Uranhexafluorid. Ist aufgrund des Urans einmal radioaktiv. Das ist ein Totenkopf, es ätzt. Es ist nicht gut. Es reagiert mit Wasser ganz schlimm. Und wenn Wasser wieder dazukommt, wird wieder Flusssäure frei. Also wenn ich das einatme, dann wird in der Lunge Flusssäure frei. Das überlebe nicht sehr lang. Also auch wenn das noch Stäube wären unterhalb von 56 Grad, nein. Also es ist alles so clean und die Kernkraft ist sauber, ja. So, da haben wir unsere Anreicherung. Ich habe die Mischung mit wenig Uran-235, hau das in die Zentrifuge als Uranhexafluorid, als dieses Gas, was ich mir hergestellt habe. Und da brauche ich ganz viele Stufen, bis ich endlich das Uran-235 so weit angereichert habe, dass ich viel habe. Für manche Sorten Bomben brauche ich 90%. Für einen Kernreaktor reichen 3, 5, je nach Sorte. Da brauche ich nicht so viel. Wenn ich Bomben bauen will, dann reichert man es meistens sehr viel an. Lieber macht man auch Plutonium-Bomben. Da haben wir solche Zentrifugen, die sind Gaszentrifugen groß und da braucht man ganz, ganz, ganz viele Stufen. Das heißt, die Amerikaner sind scharf auf den Iran, dass der keine Bombe baut. Diese Anlagen sieht man vom Satelliten, die sind so groß, da braucht man so viele Stufen. Also diese Anreicherung kann man quasi nicht geheim halten. Man müsste das Ganze unter die Erde verlegen. Darum sind die Amerikaner so böse auf diese neue laserinduzierte Methode. Die kann man wesentlich kleiner gestalten und wenn man die irgendwo in einen Bunker legt, kann man das machen, ohne dass die draufkommen. Und die sind ja die Guten, immer. Und die anderen sind die Bösen. Ja, genau, da sind wir uns einig. Jetzt haben wir das abgereicherte Uran oder depleted uranium oder im Französischen appauvri, also ärmer gemacht. Das ist das, was beim Anreichern übrig bleibt. Fast reines Uran-238, also auch als Hexafluorid, aber das kann man ja dann umwandeln in ein Oxid. Und was macht man damit? Munition. Genau. Also kein Abfall, nein, es ist ein Wertstoff. Panzerbrechende Munition ist sehr hart, 19 Gramm pro Kubikzentimeter, als Ausgleichsgewicht in Großraumflugzeugen, ich glaube in Personenflugzeugen verwendet man es nimmer,
Also wenn das explodiert, dann hast du den Uranstaub in der Lunge. Ja, ist nicht so gesund. Das ganze Verfahren nicht so gesund. Im Kosovo, in Bosnien, in Afghanistan hat man diese als panzerbrechende Munition verwendet. Man verwendet es, um andere Munitionen vorne zu verstärken. Man kann auch schmutzige Bomben machen. Also man kann ganz viel ungutes Zeug machen. Wer hat das jetzt gesagt? Eine schmutzige Bombe, die wirfst du ab, da willst du keine nukleare Reaktion haben, also du willst keine Atombombe bauen und die Menschen damit umbringen, sondern du nimmst eine Sprengbombe, eine gewöhnliche, und gibst aber radioaktives Zeug rein, nur damit es das verteilt. Und da wird das radioaktive Zeug zerteilt und nicht diese riesige Wucht der Atombombe, nicht diese riesige Energie frei, aber du verteilst das radioaktive Zeug dann gleichmäßig. Das heißt, du kriegst die Menschen auch tot, ohne so riesige Zerstörungen aufgrund von Druckwellen. Menschen sind schon erfinderisch. Wenn es explodiert oder was, bildet sich der Staub. Etwas radioaktiv ist das Zeug natürlich auch. Also es ist nicht gut, dann der Uranstaub kann eine Staubexplosion machen, wie jeder Staub. Also das wissen wir. Staub, Mehl, Zucker, alles kann explodieren, so auch das Uran. Da haben wir dann halt noch das radioaktive Zeug drin. Ist auch nicht gut, ist chemisch toxisch, ist ein Schwermetall, macht Nierenprobleme. Also das wollt ihr alles nicht. Kennt das wer? Ihr seid doch fast alle... No. Fast alle IT-Nerds. Irgendjemand aus dem inneren Kreis einer Firma, beteiligt war auch Siemens, wo der Mensch gesessen ist, weiß man nicht so genau, hat einen Computerwurm oder Virus, bitte, ihr wisst das besser als ich, da eingeschleust. Und es waren einige Sachen verseucht, das hat man viele, viele Jahre nicht gemerkt. Und die haben, 2010 ist man im Iran draufgekommen, einen Angriff auf den Computer dieser Zentrifugen geliefert. Und diese Zentrifugen wurden mal kurzfristig hochgedreht oder gar nicht. Dann hat das Verhältnis nicht gestimmt von der Anreicherung. Dann hat man sie so hochgedreht, dass die mechanisch dann hin geworden sind. Also das war ein reiner IT-Angriff auf diese Sachen. Und es gibt heute Pläne von Kernkraftwerken, die man rein elektrotechnisch, IT-mäßig steuern will. Nichts mehr, das kann durch Schwerkraft reinfallen, weil irgendwas versagt, der Magnet lässt aus und das fällt rein oder es steht einer mit der Axt da. Nein, rein Steuerung durch IT. Und wie anfällig das ist, das muss ich euch nicht erzählen. Also das Schlimmste, was da eben ist, war, dass die diese Urananreicherungsanlage im Iran angegriffen haben. So, jetzt bauen wir uns eine Beladung für einen Reaktor, einen Brennstab. Da machen wir eine Umhüllung aus einer Zirkonverbindung, das ist hart, und Uranoxid oder Dioxid, auch andere Möglichkeiten, das ist keramisch, das Material, füllt man da hinein. Das Rechte habe ich fotografiert in Zwentendorf, das ist unser Reaktor, der nie in Betrieb gegangen ist. In der Journalie ist gestanden, der war schon beladen, der war nichts beladen. Die Brennstäbe waren am Areal. Dann ist die Volksabstimmung gekommen und sie wurden wieder verkauft. Sie sind nicht im Reaktor gewesen. Inzwischen haben sie in das ganze Löcher reingebohrt, also man kann ihn nicht wieder in Betrieb nehmen. Emi, du warst auch einmal drin, gell? Ja. Ich war da auch schon mehrfach mal mit einer Fotogruppe und habe das fotografiert. Das Brennelement ist das große, wo die einzelnen Stäbe sind. Die Stäbe sind fingerdick. Das ganze Element ist 2, 3, 4 Meter lang, je nach Reaktor.
Also die sind relativ dünn. Da sind diese kleinen Tabletten eingefüllt. Das wird dann zusammengesetzt, also in diesem Typreaktor, der ist identisch quasi mit Fukushima, der in Zwentendorf. Das ist auch nur, also ich weiß gar nicht, ob es ein Dummy ist oder ob, nur, also die Stäbe sind schon Dummies, aber es wurde ja nie was reingefüllt. Und rechts, das stammt aus Wikimedia, das sind also diese vier. Und in der Mitte, das helle, ist ein Kreuz. In diesem Fall ist das ein Steuerstab, der ist halt kreuzförmig. Meistens sind es also eher stabförmig, aber das ist im Prinzip egal. Das ist eine Frage, wie macht man das, aber in dem Fall, in diesem Art Reaktor, ist er kreuzförmig. Jetzt basteln wir unseren Reaktor. Was braucht man? Einmal Gehäuse und Brennstäbe. So, zu Elementen zusammengesetzt, gefüllt. Dann Steuerstäbe, in diesem Fall das kreuzförmige. Dann irgendwas, was man die Neutronen bremst. Nehmen wir Wasser. Kühlmittel zum Abtransport. In diesem Fall auch Wasser. Man kann für andere Reaktortypen Helium als Gas nehmen. Es gibt gasgekühlte. Oder flüssiges Natrium, flüssiges Blei, Mischung aus Natrium und Kalium hat man im Weltraum verwendet. Da hat es schon russische Reaktoren gegeben. Das ist ein eutektisches Gemisch. Also das ist ein Gemisch, wenn man zwei Metalle mischt, ist der Schmelzpunkt der Mischung niedriger. Weil es einfach da draußen unter Umständen so kalt ist und dass man, ich weiß nicht, wann man den gestartet hat, jedenfalls hat man versucht, dass man die Temperatur, wo es flüssig ist, relativ weit runtersenkt, dass das nicht irgendwie einmal fest ist. Wir brauchen eine Pumpe und eine Umwälzpumpe. Gut. Also, wir haben einen Siedewasserreaktor, den wir uns bauen. Das Uran haben wir jetzt schon angereichert. Oben ist der Dampf, unten ist flüssiges Wasser. Lila sind die Brennstäbe, die mit dem Uran drin oder dem Urandioxid oder sonst kann auch eine andere keramische Verbindung sein. Dann haben wir Pumpen, weil das Wasser muss man, also oben muss man den Dampf raus und unten, wenn es dann kondensiert ist, wieder zurückpumpen. Und dann haben wir das Grüne, Motor. Wir merken uns grün. Nur weil ich es später wieder grün gezeichnet habe. Wir haben bei dieser Sorte Reaktor, geht der Dampf, der ist radioaktiv. Und der geht bis zur Turbine, das gehört alles zum Abschirmbereich. Und erst dann haben wir einen zweiten Kühlkreislauf, der nicht mehr radioaktiv ist. Die Steuerstäbe kommen bei diesem von unten. Ist irgendwie blöd. Wenn sie von oben kämen, könnte man sie reinfallen lassen. Ist nicht. Sind Motoren, die jammern die da so hinauf und die brauchen bis zu 2 Minuten. Ja, das ist im Katastrophenfall gar nicht lustig. Daher gibt es dort Kartuschen, ich glaube mit Stickstoff, die kann man zünden und dann macht es wumm. Und dann werden die reingeschossen. Also es ist nicht so die Fail-Safe-Methode. Aber wird bei diesen Wasserreaktoren so gemacht. 7 Bar haben die. Diese Kartuschen, die das dann im Notfall hineinjagen. Das ist so ein Wasserreaktor, der ist bei uns im Prater. Ja? Ich hoffe doch. Ich glaube, da muss man das System schon ein bisschen auseinandernehmen bei so einer Schnellabschaltung. Aus verschiedenen Gründen kann man das nicht so schnell rückgängig machen. Ich komme später dazu, vor allem, weil dann die Xenonvergiftung einsetzt. Wenn der mal abgeschaltet ist, dann lasst man den eine Zeit lang.
Also das, und dann muss man wahrscheinlich neue Kartuschen einbauen und das ist, also ich hoffe, dass sie drin bleiben, aber das ist dann schon eine etwas tricky Sache. Das ist der Prater-Reaktor, also das ist ein, ich weiß nicht, der hat ein paar Kilowatt, ist also unser Forschungsreaktor am, bitte? Bitte? 140 Kilowatt. Also der erzeugt nur ein paar Neutronen und da keine Energie, keine Turbine, keine gar nichts. Von oben reingeschaut, dass diese Stäbe sind, um Proben reinzulassen. Der hat Wasser, ist ein sogenannter Swimmingpool-Reaktor, funktioniert auch so, aber der ist offen. Da kann man zuschauen. In Seibersdorf, in der Nähe von Wien, hatten wir einen, der war auch offen. Also das Gebäude war ein bisschen unter Unterdruck, damit, wenn irgendwas undicht wird, das Luft von außen reinsaugt und nicht raus, irgendwelche Schadstoffe rauspustet. Den konnte man ganz schön anschauen im Betrieb, konnte man reinschauen ins Reaktorbecken. Und das hat blau geleuchtet. Das ist der Kleine, der tut das nicht so wirklich. Weiß jemand, warum das blau leuchtet? Aha, zwei Physiker. Okay. Magst du was sagen? Tscherenkow-Strahlung, ja. Das sind die Neutronen schneller als die Schallgeschwindigkeit. Im Wasser. Nicht? Eine Neutronin könnte es nicht sein, du brauchst was Geladenes. Warum? Weil du Tscherenkow-Strahlung nur vom geladenen Teilchen bekommst. Sicher? Ja. Okay. Wenn du das sagst, dann wird das. Mit Physikern streite ich nicht. Mag sein. Also jedenfalls, die Teilchen sind schneller als die Schallgeschwindigkeit. Und das gibt dann so einen Überschallknall und der gibt blaues Licht ab. Und das ist wirklich beeindruckend blau. Nur bei dem kleinen Znirtl-Reaktor, der gibt nicht viel her. Das war Zwentendorf. Der Reaktor, der nie in Betrieb gegangen ist, der hätte Energie liefern sollen und auch Turbinen und Strom und alles. Da war aber nie was drin, da war auch nie Wasser drin. Nichts, gar nichts. Und da kann man reinschauen, das ist jetzt nur abgedeckt, dass nicht irgendwelcher Mist reinfällt. Ja, und dann habe ich geschaut am Foto, da ist irgendwas. Dann habe ich noch einmal geschaut. Wer hat eine Idee, was das ist? Nicht. Viel primitiver. Es war mein Fernauslöser vom Fotoapparat, den ich da reingeschmissen habe. Also nicht geschmissen. Gut, dann sind wir weitergegangen in Zwentendorf. Diese Grünen, das sind die Motoren und die Kartuschen, die von unten diese Steuerstäbe nach oben jammern. Die so wirklich langsam gehen. Das sind die Motoren, die habe ich im anderen grün gezeichnet. Also ich bin unter dem Reaktor und schaue so nach oben und habe das so fotografiert. Bei den Druckwasserreaktoren, die haben keine Dampfphase oben, da können die Stäbe von oben rein und da kann man die Schwerkraft dazu nehmen. Also es gibt da so Methoden, die werden magnetisch gehalten und wenn der Strom ausfällt, dann donnern die von alleine rein. Also eher schon eine Art Fail-Safe-Methode. Da in Zwentendorf, der ist baugleich mit Fukushima und mit vielen Deutschen. Und die machen jetzt Einschulungen für viele deutsche junge Techniker, wie das Ding denn zu bedienen sei. Sie drehen Filme, sie machen Fotoshootings, also kostet zwar was, aber man kann dort gehen. Ich war dabei, Emi wahrscheinlich auch. Also es ist ganz lustig, vor allem, weil es war nie aktiv. Es war nie was und da kann man wirklich rein und ich bin bis in den Reaktor reingestiegen. Das lassen einen nicht immer. So, jetzt haben wir unseren Reaktor. Turbine und Generator sind im radioaktiven Teil. Dann habe ich außerhalb eine Kühlung und einen Wärmetauscher. Und im einfachsten Fall habe ich einen Fluss oder das Meer.
Das Meer hat man in Fukushima gehabt. Wir haben da die Donau. Das Ganze nennt sich Durchlaufkühlung. Man braucht keinen Kühlturm. Und das erwärmte Kühlwasser wird dann wieder zurückgeleitet. Bei der Donau muss man ein bisschen vorsichtig sein, damit man da nicht ein tropisches Gewässer kriegt. Ja, das ist dann nicht so lustig. Im Sommer, jetzt bei unserem Klimawandel, also in der Donau vielleicht noch nicht, aber am Rhein, der ist zum Teil schon trocken gewesen an manchen Gegenden. Wo ich als Kind gestanden bin, da hat der 5, 6, 7 Meter gehabt und da konnte man jetzt durchgehen. Und da macht es dann ein Problem. Dann hat man kein Wasser zur Kühlung mehr. Dann kann man die ganzen Kernkraftwerke abschalten oder beziehungsweise muss. Die Donau hat etwas mehr Wasser, da wird es nicht ganz so schnell sein. Oder wenn man eben keinen großen Fluss oder das Meer hat, dann nimmt man sich einen Kühlturm. Was kommt oben raus? Wasserdampf, ja. Sonst noch was? Also ich gebe da meine Kühlschlangen und von oben kommt das Wasser aus dem Fluss oder Meer und ich lasse das verrieseln und der Zug schmeißt mir oben den Wasserdampf raus. Ja, keine Idee. Es kommen Legionellen raus. Wer weiß nicht, was Legionellen sind? Das hat man bei amerikanischen Soldaten als erstes mal festgestellt. Das sind Erreger, die ganz untypische Lungenentzündungen machen. Von einer Freundin, der Onkel ist ins AKH gekommen, also in unser großes Spital, und 3 Wochen später war er tot. Die kommen vor, so bis 60 Grad, in Biofilmen, in allen Kühltürmen, in Wasseraufbereitungsanlagen, in Spitälern, auch in Kühltürmen von Kohlekraftwerken. Wer zu Hause so einen kleinen Boiler hat mit stehendem Wasser, bitte auf 65 Grad erhitzen. Niemals sagen, ich spare Energie, ich mache das bei 40 Grad, ich bade eh nicht so heiß. Das wäre die ideale Bruttemperatur. Sie haben bei diesem Onkel von der Freundin alles untersucht, sie haben die Quelle nicht gefunden. Typisch in Spitälern, Wasseraufbereitungsanlagen. Feucht und bis 60 Grad fühlen die sich ganz, ganz wohl und es ist ganz schlimm. Und das ist in solchen Kühltürmen die große Gefahr. Das heißt, es wird nicht nur die Gegend abgeschattet, dass die keine Sonne mehr kriegen und es ist ewig feucht, sondern es sind möglicherweise Legionellen, sonstige Keime drin und man will das auch mit Chemikalien verhindern, das heißt Chemikalien hat man auch noch. Aber CO2-neutral ist es. Ja, es gibt die Bundesemissionsverordnung über Verdunstungskühlanlagen. Gibt eine regelmäßige Kontrolle im Hinblick auf Legionelle und sonstige Keime. Und man dokumentiert den Verbrauch der Chemikalien. Warum heizt sich das nicht im Kühlturm auf über 60 Grad und kühlt mir den Rest dann eben? Nein, das ist ja das Kühlwasser. Vielleicht kann ich den Rest dann wirklich durch den Gewässer kühlen. Wenn du nicht so viel hast, du musst es dadurch die Verdunstungskälte machen. Das, wenn du nicht so was hast wie die Donau, so ein großes leistungsfähiges Gewässer, dann reicht das nicht. Also es ist nicht alles nur Wasser, sondern es ist ungesund. Das ist in Zwentendorf, da ist so eine Turbine gestanden. Die sind schon recht groß, weil das wäre ja auch ein Leistungskraftwerk geworden. Da bin ich nach Bayern gefahren, Landshut, da so südlich von München zwischen Deggendorf und weiß ich was. Da steht Isar 2. Isar 1 ist, glaube ich, schon außer Betrieb. Das war in der Nacht 30 Sekunden belichtet und diese Rauchwolke, also Wasserdampfwolke. Was sonst drin ist, will ich gar nicht wissen. Ich habe dort übernachtet und habe gefragt, na, fürchtet sie euch nicht? Ach nein, man gewöhnt sich. Gut. Aber die Leute kriegen auf dem Dorf, und das ist relativ klein, keine Sonne. Wirklich nicht. Und das steht 200 Meter weg von den Häusern. Und dann ist noch ein Wegweiser Wasserkraft. Ich habe nur leider den Kühlturm und den Wegweiser nicht auf ein Foto gebracht.
Ja. In Zwentendorf, das haben Sie ja nicht in Betrieb genommen, dann haben Sie Dürnrohr gebaut, wenige Kilometer weiter ein fossiles. Ich glaube, Steinkohle haben Sie dort verheizt. Und mussten Sie natürlich auch kühlen. Man braucht eine Temperaturdifferenz, um irgendeine Turbine zu betreiben. Wenn man keine Temperaturdifferenz hat, geht das nicht. Und dann haben Sie den Bauern für die Glashäuser die Abwärme angeboten. Und die haben gesagt, das wird teuer. Das heizen wir lieber elektrisch. Und haben das dann hat man es halt in die Donau geleitet. Also so viel zum Umweltschutz. So, jetzt kümmern wir uns um den Baugleichen in Fukushima. Ich lasse jetzt alles, was Kühlung und weg, nur schauen, was so passiert ist. Ich habe innen ein Gefäß, ein Reaktorgefäß, Brennelemente, Steuerstäbe, Wasser und außenrum noch einmal so ein Containment. Das Braune ist der Boden und unten ist das Grundwasser. Im Normalbetrieb. Und dann haben wir Kühlkreisläufe und wie gehabt. Dann ist der Tsunami gekommen. Der Tsunami hat einmal die Pumpen, also der Pumpenkreislauf hat nicht mehr funktioniert, die Kühlpumpen. Denn das Notaggregat ist im Meerwasser abgesoffen, weil sie das unten gebaut haben. Das muss ein Hang gewesen sein, wenn sie das oben hingestellt hätten, wäre das angesprungen. Aber das ist buchstäblich abgesoffen. Das heißt, die Wärme konnten sie nicht mehr abtransportieren. Es ist das wärmer geworden. Das Wasser verdunstet, es gibt einen Überdruck und das Wasser macht eine Radiolyse. Das heißt, an den äußeren Zirkonumhüllungen wird es aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Beziehungsweise es verbindet sich der Sauerstoff mit dem Zirkon, dann haben wir Zirkonoxid und Wasserstoff. Wasserstoff macht leicht Bumm. Also ist auch nicht lustig. Da das Lila oben ist ein Überdruckventil. Naja, dann ist sowas passiert. Das Grüne da oben, was man sieht, das sind die Abklingbecken. Das erkläre ich später noch. Das heißt, wenn man die Brennelemente am Ende ihrer Lebensdauer sind, weil zu viel abgebranntes Zeug drin ist, also zu viele Spaltelemente, die behindern, und zu wenig Uran-235, weil das schon verbraucht ist, dann werden die unter Wasser rausgezogen, in so ein Abklingbecken gestellt und bleiben dort. Relativ lange. Und das muss gekühlt werden. Und das sieht man da, das Grüne, das ist ganz oben. Dann, TEPCO hat natürlich immer gesagt, nein, und das ist nicht und das war nicht. Dann hat es irgendwann Bumm gemacht, es hat eine Wasserstoffexplosion gegeben und das Äußere aus Beton hat vermutlich zerrissen. Auch wenn sie gesagt haben, nein, aber das dürfte so gewesen sein. Dann ist unten kein Wasser mehr, was moderiert. Das Ganze wird heißer und heißer, weil vor allem die Spaltprodukte, also ich zerschieße das Uran, und das, was entsteht, das zerfällt, das kann ich nicht aufhalten. Das zerfällt einfach weiter in weitere kleinere Teile und gibt Wärme ab. Und das ist das Gefährliche. Das muss man kühlen, kühlen, kühlen. Bei einem, ich glaube, in Three Mile Island hat man es 5 Jahre nachgekühlt, bevor man sich getraut hat, überhaupt aufzumachen. Also das muss man kühlen. Auch diese abgebrannten Brennelemente, das muss man alles kühlen. Also da war von Kühlung nichts mehr. Oben hat es Bumm gemacht, es hat irgendwann Überlegungen gegeben, diese Gebäude mit Stickstoff unter Stickstoff zu setzen, dass falls irgendwas ist, dass man keine Wasserstoffexplosion kriegt. Ob das durchgeführt wurde, weiß ich nicht. Also bei 1200 Grad schmelzen dann die Steuerstäbe. Das heißt die Neutronenfänger. Das heißt die Reaktion wird noch einmal heftiger. Cadmium, Bohr. Also ich kenne es halt als Bohrstahl, aber da würde ich halt 3000
Die habe ich so gefunden. Es ist jedenfalls alles zusammengeschmolzen. Also es war ausreichend. Das hängt, wenn du einen Stahl nimmst, ja, dann hängt es davon ab, was für ein Stahl. Aber das war ausreichend heiß. Das ist also meistens Bor oder Cadmium, also meistens sogar Bor. Es gibt auch die Möglichkeit, Borsäure reinzuschmeißen. Das heißt, damals in Fukushima haben die Koreaner ihnen die Hälfte ihrer Bohrvorräte, um flüssige Borsäure reinzukippen, geschenkt. Die waren also sehr großzügig. Dann die Zirkonumhüllung von dem Uran schmilzt auch irgendwann. Ja. Also ich habe halt die 1800 Grad gefunden. Streit mir jetzt nicht um ein paar Grad mehr oder weniger. Es gibt ja da auch verschiedene Möglichkeiten, das zu umhüllen. Das ist halt eine Variante. Ist das jetzt schon ein GAU? GAU ist der größte anzunehmende Unfall. Das ist ein versicherungstechnisches Ding. Also ein Unfall, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit hoch genug ist, dass man Vorkehrungen treffen muss. Ein Super-GAU ist die Eintrittswahrscheinlichkeit so klein, dass Vorkehrungen nicht nötig erscheinen. Menschen sind schon was Liebes. Also es ist auch nicht vorgeschrieben und kein Krisenmanagement vorgeschrieben. Also gegen einen Super-GAU, der hat so geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, das versichern wir auch nicht. Das zahlt dann die Allgemeinheit. Ich sage, Menschen sind manchmal ganz lieb. Gut, dann, TEPCO hat immer gesagt, nein, 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 ist das Ganze geschmolzen. Und zwar alles zusammen, irgendwie. Corium heißt es von Cor. Cor ist der Kern. Corium ist, ja, nicht sehr fantasievoll, aber es heißt halt so. Zu diesem Zeitpunkt hat keiner gewusst, ist das Stahlbehältnis noch intakt. Jeder hat was anderes behauptet, das kann sein, jenes kann sein, was anderes kann sein. Bei 2800 Grad schmilzt das Urandioxid. Also es ist ordentlich heiß geworden und es ist alles zusammengeschmolzen. Und im Endeffekt ist dann auch das Reaktorgefäß durchgeschmolzen. Das ist in den Dann kommt das äußere Gebäude, das besteht aus Beton. Das Zeug reagiert dann mit dem Wasser, das im Beton eingelagert ist. Das sind so, ich nehme an, Kristallwasser. Und mit dem reagiert es dann noch einmal sehr heftig. Es gibt immer wieder hier und da so kleine Knallgasexplosionen. Und dann kommt es bis zum Grundwasser und es ist überhaupt nichts ins Meer gelaufen. Also eine Corium ist so eine lavaartige Mischung aus Kernbrennstoff, Steuerstäben und eigentlich allem, was irgendwie noch an Stützmaterialien vorhanden war. Wie hoch der Druck war, ja, das kommt darauf an, ob das noch intakt war oder nicht. Wenn es nicht mehr intakt war, dann ist auch kein Druck mehr. Also, gut, was macht man? In Fukushima hat man jedenfalls Plutonium im Grundwasser gefunden. Und das schmilzt durch und ist durchgeschmolzen ins Grundwasser, das ist ganz, ganz sicher. Im Worst Case kann dann versuchen, das Wasser wieder zu moderieren, dann fährt die Reaktion vielleicht wieder hoch. Weiß man alles nicht, ist denkbar. Es ist vieles denkbar, was man weder beweisen kann, noch das Gegenteil beweisen kann. Wir hatten kein Kühlwasser, keine Pumpe, nichts. Und die Betongrundplatte, die ist durchgegangen. Am Anfang geht es schnell, später einiges Zentimeter pro Stunde. Ja, unendlich dick ist die auch nicht. In einigen Tagen ist die durch, die Betongrundplatte, und dann haben wir es im Grundwasser. Und was machen wir dann? Was macht die Feuerwehr? Wasser drauf, genau. Wasser. Zu dem Zeitpunkt haben sie behauptet, dass das noch intakt ist, dass das Wasser außen herumläuft und von unten kühlt. Haben sie behauptet. Weiß kein Mensch, ob es wahr ist.
Aber Sie haben das behauptet, um zu beschwichtigen. Wie gesagt, in Three Mile Island hat man 5 Jahre gekühlt, bevor man sich getraut hat, das Gefäß aufzumachen. Die haben das nicht gewusst. Und TEPCO, das sind auch nicht so hochkarätige Techniker gewesen. Das Ganze ist also zum Teil eine mehr juridische Frage gewesen. Also jeder Physiker, der sich damit beschäftigt hat, würde vermuten, dass das durchschmilzt. Und dass das eben nicht mehr so intakt ist, dass das unten noch von unten kühlen kann. Aber man kann es nicht feststellen. Die haben später Roboter reingeschickt. Die Roboter sind hingeworden. Aufgrund der Strahlung. Es weiß keiner. Das wäre ein denkbares Szenario. Diese Wasserwerfer, jetzt zitiere ich. Ich habe das Problem genau untersucht und festgestellt, die Situation ist hoffnungslos. Da habe ich mir gesagt, dass unter den gegebenen Umständen nur eine Verzweiflungstat uns retten kann. Was wiederum eine höchst logische Schlussfolgerung war. Wer kennt das? Ma, jetzt bin ich enttäuscht. Bitte. Ja, Mr. Spock. Also uns kann nur mehr eine Verzweiflungstat retten. Notlandung auf Galileo 7. So ist mir das vorgekommen. Es war wirklich eine Verzweiflungstat. Und da, sie haben wirklich einfach mehr Wasser reingepumpt. Wenn es wirklich noch zu war. Das versalzt, das bildet eine schöne Isolationsschicht, dann kühlt es nämlich nicht mehr so gut. Wenn es nicht mehr intakt ist, rinnt das radioaktive Wasser irgendwo raus und es ist gar nicht ins Meer geronnen. Und sie haben doch Auffangtanks gehabt, also die müssten noch ein paar Tagen voll gewesen sein. Die haben da wochenlang Wasser reingepumpt, das kann nicht sein. Das kann man nachrechnen, das kann ein Volksschüler nachrechnen. Also ob das jetzt gut war, dass sie das da reingeschmissen haben, das Wasser oder nicht, kann kein Mensch beurteilen, weil man wirklich nicht weiß, wie es innen ausgeschaut hat. So, wir gehen zurück zum Normalbetrieb. Ja. Frage zum Tutorium, wenn ich da die geschmolzenen Steuerstäbe drin habe, müsste das nicht von selber dann runterfahren, wenn ich dann schön verteilt den Steuerstab einschmelze? Es werden sicher einige Neutronen weggefangen, aber das ist ja die Nachzerfallswärme. Wie kannst du mit dem... In dem Fall ist die Nachzerfallswärme das Problem, ja. Die reicht aus. Wurscht, ob da noch irgendwo eine Reaktion stattfinden würde oder nicht. Das ist die Nachzerfallswärme, die legt ja alles in Schutt und Asche. Und das Wasser, was man natürlich reinpumpt, wenn es nicht mehr dicht war, dann wird es sich wieder zerlegen und wir kriegen wieder Wasserstoffexplosionen. Wenn es dicht war, dann versalzt es. Also, ja, wer weiß. Wenn so Brennstäbe abgebrannt sind, muss man sie tauschen. Das heißt, man zieht sie da raus. Das braune Innen ist so das Stahlgefäß, von dem man nicht gewusst hat, ob es da noch intakt war. Zum Schluss war es nicht mehr intakt. Und oben, das sind die Abklingbecken. Also es wird generell, das Orange ist eine Laufkatze, die wird drüber gefahren, der Deckel wird aufgemacht, die Brennstäbe werden unter Wasser rausgezogen und verführt und dort im Abklingbecken abgelegen. Die Abklingbecken sind generell im 4. Stock. Drüber ist nur mehr ein Wellblech, das nicht reinregnet. Das ist bitte kein Witz. Das ist in jedem solchen Kraftwerk so. Die haben in Fukushima schon noch ein zentrales Abklingbecken gehabt. Und zum Glück, der eine Reaktor, der in die Luft geflogen ist, hat kein Abklingbecken. Da war nichts drin. Sonst hätte es noch einmal schlimmer ausgeschaut. Und das zentrale Abklingbecken, was irgendwo anders war, hatte 10.000 abgebrannte Stäbe. Wenn es das irgendwie mechanisch erwischt hätte, das wäre auch nicht lustig gewesen. Also die muss man kühlen, jahrelang. Sie, ja? Es geht bei dem externen Abklingbecken, glaube ich, auch nicht vor Ort, es gibt eine mechanische Beschädigung. Und das hat über diverse Stunden keinen Strom, weil die Kraftwerke, Generatoren, die an außen gefragt haben. Also auch das konnte nicht gekühlt werden. Beides ist eine Gefahr. Und ich finde es ja überhaupt lustig, dass man die im 4. Stock baut von so einem Kraftwerk. Also ich bin in Zwentendorf drin gestanden, in so einem Abklingbecken.
ganz oben. Wir durften reinsteigen. Es ist wirklich oben nur mehr so ein Sichtschutz und dass es nicht reinregnet. Und ja, sicher, man muss sie kühlen. Und man muss sie lange kühlen, man muss sie viele Jahre kühlen. Und wenn man das nicht schafft, weil eben kein Strom mehr da ist, dann wird das überhitzen, dann wird es kein Wasser mehr geben und dann weiß man auch nicht so genau, was passiert. Hängt dann zum Teil davon ab, wie alt die sind. Wenn sie älter sind, ist die Nachtzerfallswärme geringer. Hat man so 2000 Kubikmeter, ich weiß nicht, wie groß die so normalerweise sind, aber ja. Da, so hat es dann ausgeschaut in Fukushima. So, hier sieht man ihre Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. So, wir haben Fukushima erfolgreich abgeheizt. Ich habe bewusst 84 gesagt. Was war 1986? Ja, Tschernobyl. Für die Geografie-Nerds, die alle so vielleicht so schlecht sind wie ich. Ich bin in Geografie eine absolute Niete. Knapp über 1000 Kilometer nach Wien. Der Reaktor ist anders. Gebremst wird der mit Graphit. Das Schwarze ist Graphit, also das Graue ist Graphit. Das Lila sind wieder unsere Uranbrennstäbe. Und dazwischen sind kleine Druckröhren, also Röhren mit Wasser unter hohem Druck. Man bremst die Neutronen mit Graphit und das Wasser schiebt man nur durch, damit man die Wärme abführen kann. Und das Gelbe ist Helium als Schutzgas fürs Graphit, dass dem nichts passiert. Wenn da das Wasser verloren geht, moderiert das Graphit weiter und die Reaktion lässt nicht nach. Das heizt fröhlich weiter. Diese Konstruktion hat folgenden Vorteil. Man muss das Wasser nicht unterbrechen. Man kann unter vollem Betrieb die Brennstäbe rausholen und gegen neue ersetzen. Das haben sie ganz gern. Sie fahren Kraftwerke generell nicht gerne runter. Damit also die Plutoniumproduktion nicht gestoppt wird. Außerdem muss man es dann 3 Tage warten. Also da kann man auch bei verschiedenen, auch bei dem Kanada-Ding, kann man unter vollem Betrieb Brennelemente wechseln. Das machen sie ganz gerne, weil die arme Notleidende in die Industrie. Warum kann ich das bei einem Siedewasserreaktor nicht? Da muss ich sie oben aufmachen, rausheben. Nein, das macht man nicht. Da kriegt man auch relativ viel Plutonium. Das Uran ist wieder in so Zirkonröhren. Und das Graphit moderiert ganz gut und fängt weniger Neutronen weg. Das heißt, das Ganze ist relativ kompakt, es moderiert sehr gut. Man kriegt die Temperaturen sehr hoch. Je höher die Temperatur, desto höher hat man dann die Temperaturdifferenz. Kann man in der Turbine deutlich mehr gewinnen. Beim Abschalten eines Reaktors zerfallen die Sachen, die schon gespalten sind. Also beim Abschalten fange ich die restlichen Neutronen weg mit den Steuerstäben und der Rest zerfällt weiter und produziert Wärme. Und da wird Xenon frei. Und das Xenon ist böse. Das Xenon ernährt sich von Neutronen. Das frisst Neutronen. Wenn ich den jetzt runterfahre, entsteht aus den Nachzerfällen viel, viel, viel Xenon. Und wenn ich ihn wieder hochfahren wollte, kommt das nicht in Gang, weil ich keine Neutronen zum Spalten habe, weil das Xenon alle wegfrisst. Das heißt, wenn das einmal unten ist auf Null, dann braucht es ein paar Tage, bis ich den wieder hochfahren kann. Darum wollen Sie das unter allen Umständen vermeiden. Also Reaktor abschalten ist gar nicht. Das ist ein sogenanntes Reaktorgift, hat eine Halbwertszeit von 9 Stunden. Ich habe auch schon was anderes gelesen. Also so
In der Größenordnung, nach 3-4 Tagen kann man es dann wieder hochfahren. Drum machen Sie das gerne, wenn man es unter Volllast machen kann. In Tschernobyl ist jetzt Folgendes passiert. Nein, da schauen wir noch da. Sie wollten einen Test machen, und zwar, was passiert, wenn ich den Kühlkreislauf stoppe und die Wärme nicht mehr wegtransportiert werden kann, ob so das Nachdrehen der Pumpen und der Turbine, ob das noch genug Strom läuft, bis das Notaggregat anläuft. Sie haben dann die Leistung gesenkt und gesenkt, dann ist irgendeine, es gibt also verschiedene Theorien, eine Anfrage gekommen, Sie brauchen mehr Strom, dann haben Sie die Leistung wieder etwas hochgefahren, dann sind Sie wieder runter. Den Test haben Sie nicht gemacht, obwohl Sie den vor Inbetriebnahme hätten machen müssen, weil der Meister dort hat eine Prämie bekommen. Und dann sind Sie so weit runter mit der Leistung, dass schon deutlich eine Xenonvergiftung passiert ist. Und die Vorschrift lautet, den darf man nicht mehr hochfahren versuchen. Dann eines der Probleme war, Sie haben dann versucht, die Steuerstäbe wieder rauszuziehen, um die Leistung zu erhöhen. Die Neutronen sind alle weggefangen worden, dann haben sie weiter rausgezogen und weiter rausgezogen und weiter rausgezogen und es ist nichts passiert. Das Xenon hat alles weggefressen, bis das Xenon dann satt war und dann ist es wumm gegangen. Waren noch ein paar andere Effekte, aber das war einer der Effekte. Das heißt, wenn man unter einer bestimmten Prozentzahl, bei etwa 20%, darf man den nicht mehr wieder hochfahren. Dann muss man runterfahren und dann eben abwarten. Da ja Bayern und Österreich hat es ziemlich schnell bös erwischt. Die Schweden haben zuerst gemessen ein Cäsium, Cäsium 137, haben erst geglaubt, es kommt aus ihren Reaktoren, haben dann festgestellt, es kommt nicht. Das Cäsium 137 hat eine Halbwertszeit von 33 Jahren. Wir sind jetzt bei 33 Jahren und 46%. Cäsium hat den Vorteil, es wird im Humus chemisch gebunden. Das wird so eingelagert, das sinkt nicht ins Grundwasser ab, das bleibt in der Oberfläche. Also in wenigen Zentimetern Tiefe im Humus ist das drin. Alle Schwammerln haben das Zeug drin und die Wildschweine dann auch. Also in Bayern, weiß wer ist jemand aus Bayern? Ja, da darf man in manchen Gegenden weder Schwammerl noch Wildschweine essen. Ja. Bitte? Ah ja, gut. Bei einem Wildschwein ist das gut. Das kann man also ganz messen. In Fukushima haben sie ja Reis, also da in Japan baut man viel Reis an und hat man dann Reis gehabt, der verseucht war. Was macht man damit? Genau, man kann ihn verdünnen mit nicht kontaminiertem Reis oder man setzt die Grenzwerte hinauf. Das wird und wurde gemacht. Das ist bei einem Wildschwein natürlich, ja, das kann man nicht verdünnen. Dann haben wir, das Cäsium 137 hat uns ziemlich zu schaffen gemacht, hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren, also wir haben jetzt noch 46%. Aber es gibt auch eine biologische Halbwertszeit, das ist die Zeit, in der es aus dem Organismus wieder draußen ist. Die liegt nur bei ungefähr 100 Tagen. Das heißt, sie hätten also bei den jungen kleinen Rindviechern gar nicht so panisch reagieren müssen. Die hätten das aus dem Organismus, bis sie groß sind, wieder draußen gehabt. Die haben alles geschlachtet, alle Milch weggeschüttet. Also da hätte man mit etwas Nachdenken schon noch was retten können. Weil die biologische Halbwertszeit ist da viel, viel kürzer und das Zeug ist wieder draußen. Bitte? Weil das nicht so stark eingebaut wird in den Körper. Die physikalische Halbwertszeit, das zerfällt einfach aufgrund physikalischer Gesetze. Das hat so und so viel Neutronenüberschuss und zerfällt. Und der Körper schmeißt das ja aktiv wieder raus. Beim Jod 131. Das bleibt 80 Tage in der Schilddrüse, ein Jod, ein frisches, was ich auch zu mir nehme. Aber es zerfällt innerhalb von 8 Tagen physikalisch. Das ist jetzt nur halb gut. Das heißt, die 8 Tage reichen, um ein
langfristig einen Schilddrüsenkrebs zu initiieren. Drum teilen sie sogenannte Jodtabletten aus, meistens ein Kaliumjodid oder Kaliumjodat. Wenn ich das rechtzeitig nehme, ist die Schilddrüse mit Jod komplett gesättigt. Und nachdem die biologische Abbauzeit so groß ist, wird das Radioaktive nicht aufgenommen. Das ist dann schon längst zerfallen, dann ist das kein Thema mehr. Das heißt, das muss man rechtzeitig nehmen, bevor die Wolke da ist. Andererseits, Kalium, damit kann man sich ganz leicht Probleme zuziehen, macht Herzprobleme und man kann sich umbringen damit. Kalium ist gar nicht gesund. Man braucht es für die Reizleitung in die Nerven, aber ist in Übermaß nicht wirklich gesund. Also die effektive Halbwertszeit im Körper ist dann eine Mischung aus biologischer und physikalischer. Die Jodtabletten, ja, man nimmt auch Kaliumjodid bzw. Kaliumjodat als Antiriesel in Kochsalz. Also wer mal schaut, was da alles drin ist. Den ersten Sarkophag, dann hat man Sand. Ich glaube, Cadmium und Blei abgeschmissen. Blei dann später erst zur Strahlenabschirmung. Sand, damit das Ganze nicht staubt. Und Cadmium zum Neutronenfangen. Der bröselt jetzt schon. Ist also gar nicht gut. Sand und Dolomit hat man abgeschmissen. Also das war so der erste Sarkophag, aber der bröselt jetzt schon massiv. Später haben Leute Untersuchungen gemacht und festgestellt, da gibt es so Elefantenfüße, haben sie es genannt, da ist alles, was geschmolzen ist, das gesamte Inventar, da einfach so zusammengeronnen. Das ist wirklich komplett durchgeschmolzen. Bei Tschernobyl war das deshalb so schlimm, weil das war ein Graphitbrand. Graphit, wenn das einmal brennt, das kann man nicht löschen. Da kann man einfach nichts machen. Graphit brennt und jedes Wasser, was damit hinkommt, zersetzt sich und dann gibt es wieder hier und da eine Knallgasexplosion. Also das ist ganz, ganz übel. Und angeblich sind 80-90% des gesamten Inventars da in die Luft geflogen. Jetzt bauen wir einen mit Hilfe der EU einen zweiten verschiebbaren Sarkophag. Vom Plutonium die Halbwertszeit ist 24.000 Jahre. Nach 240.000 Jahren sind 10 Halbwertszeiten, ist immer noch ein Zehntel Prozent, also von jedem Kilo noch ein Gramm da, reicht immer noch, um die ganze Menschheit zu vergiften. Weil Plutonium ist nicht nur radioaktiv, sondern auch schwerst giftig, weil es ein Schwermetall ist. Also von wegen so 10 Halbwertszeiten, das ist alles gar nicht gut. EU steuert, glaube ich, 70 Millionen bei, um diesen zu bauen. Pripyat war das kleine Dorf, was man gebaut hat für die Kraftwerksarbeiter. Denen ist es relativ gut gegangen in der Sowjetunion. Die haben da einiges bekommen. Und wenige Tage bevor dieser Kinderpark da eröffnet wurde, ist es in die Luft geflogen. Erst haben sie gar nicht reagiert und dann relativ verzögert die Leute mit dem, was sie am Leib gehabt haben, praktisch evakuiert. Und nicht gesagt, dass sie nie wieder zurück dürfen. Also das war ganz schlimm. Was ist ein GAU? Der größte anzunehmende Unfall hatten wir schon. Ja, stellen wir uns mal ganz dumm. Also der schwerste Störfall, für den noch Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden sind, sein müssen. Das Super-GAU ist so unwahrscheinlich, dass man es nicht mehr machen muss. Keine Sicherheitsmaßnahmen mehr. Bei Fukushima rechnet man mit 430 Milliarden an Schäden mit Reparationsleistungen. Deutschland hat eine Haftung von 2,5 Milliarden für alle Kraftwerke und Frankreich von 90 Millionen. Und eine liebe Bekannte hat gesagt, da in Tschechien, da sind die Autos höher versichert als der ganze Reaktor. Also Krisenmanagement ist auch nicht vorgesehen. Dann alles CO2-neutral. Abgesehen von den sonstigen Sauereien, aber die machen ja kein CO2. Es wird CO2 abgegeben beim Abbau. Das sind Tagebau oder Untertagebau, das sind schwere Maschinen, die brauchen Energie.
noch und nöcher, meistens alte Diesel ohne irgendwelche Abgasvorschriften, also ganz schlimm. Bei der Umwandlung ins Uranhexafluorid braucht man Energie. Die Anreicherung, die Zentrifugen brauchen Strom ohne Ende. Der Transport, Beton frisst sehr, sehr viel. Das ist also gar nicht CO2-neutral. Der Transport zur Aufbereitung, diese Kastoren, das Bohren von den Löchern in der Asse und das wieder rausholen, das braucht alles Energie und produziert alles CO2, aber es ist ein CO2-neutral. Also. Die Wiederaufbereitung. Wir haben gesagt, sie sind ungefähr fingerdick. Zerschneidet man in solche Teile. Dabei gibt es Stäube und Gase. Die löst man in kochender Salpetersäure auf. Gibt es Chemiker? Also Salpetersäure ist gut. Ja, kennen auch die Nicht-Chemiker. Und dann wird es extrahiert mit einem Tributyl irgendwas, eine organische Substanz, also nach dem Auflösen in der Salpetersäure, und Kerosin. Also, ja, alles nicht so ganz gesund. Schöner Cocktail, genau. Dann bilden sich Plutonium und Uranylnitrate. Früher hat man das so gemacht, wirklich mit Bechergläsern. Wenn man einen halben Liter von dem Zeug hat, weniger als das, kann das Ganze kritisch werden und eine Kettenreaktion losgehen. Heutzutage macht man es nur mehr in so heißen Zellen, das heißt so ab mit Manipulatoren, da hat man außen so Griffe und da sind so Greifer und die Gefäße sind kleiner, auf einen halben Liter begrenzt und solche Bleiglaswände. Ja, also so eine Mateflasche wäre so das Maximum, was man anfüllen dürfte. Das muss man aber machen, wenn man entweder neue Brennelemente macht, das Plutonium extrahieren will, um es in neue Brennelemente, da vernichte ich ja das Plutonium, oder ich will halt doch Bomben bauen. In La Hague, für die Geografie-Nichtwisser dort, in der Nähe von Flamanville wird das aufgearbeitet und es wurden früher alle Abfälle legal im Meer verklappt. Für Feststoffe wurde das 1994 verboten, also in der EU. Die direkte Einleitung von radioaktiven Abwässern ist legal. Heute noch. Ja. Das weiß ich nicht, aber es ist ja bei dem Aufarbeiten gibt es ja viel flüssiges Zeug auch. Und wenn nicht, Sie haben da so ein 4 Kilometer langes Rohr und da leiten Sie das ins Meer. Die Russen haben auch ganze Reaktoren ins Meer geschmissen, also nicht nur die Brennelemente, sondern ganze Reaktoren, da liegt ganz viel böser Mist. Also, nahe bei Flamanville, Hinkley Point. Hinkley Point ist ganz tricky. Es gibt einen Vertrag der Engländer, also UK Government, mit Flamanville, also mit der EDF, der französischen Stromorganisations, also Electricité de France und Areva. Flamanville muss bis 2020 fertig werden, dann dürfen sie den Baugleichen in Hinkley Point bauen. Das UK Government gibt einen großen Kredit. Und Frankreich zahlt, und sie zahlen Frankreich, wie war das, so viel pro Megawattstunde, wie damals der Preis war für den Konsumenten. Also Frankreich bekommt pro Megawattstunde, aber es muss fertig sein, Flamanville muss bis 2020 fertig sein und ein Testlauf erfolgreich absolviert. Gut. Sonst ist der Kredit gestorben und die Areva ist jetzt schon pleite. Macron kauft Aktien zurück. Kein Witz. Wer kennt Le Creusot?
Ja, genau. Die machen Töpfe und Pfannen. Die machen aber auch Reaktorgefäße. Ich habe gehofft, dass ein Koch dabei ist. Jetzt haben sie in Flamanville den Deckel vom Reaktorgefäß festgestellt, da ist zu viel Kohlenstoff drin. Der wird das nicht aushalten. Die Zeit läuft ihnen davon, sie können keinen neuen machen, was im Reaktorgefäß ist, weiß man nicht. Jetzt sind sie dabei, damit der Deal nicht platzt mit dem Kredit, dass sie eine Ausnahmegenehmigung für den Deckel bis 2024 erteilen und dann erlischt die Genehmigung und dann hätten sie aber die Testphase erfolgreich gekriegt und könnten den Kredit bekommen. Ob Menschen zu Schaden kommen, ist völlig wurscht. Also sie wollen jetzt möglicherweise diese Ausnahmegenehmigung für diesen minderwertigen Deckel hergeben. Und dann muss man ihn unter, wenn er voll aktiviert ist, austauschen, ist auch nicht lustig. So, da haben wir Euratom. Ganz, ganz ein böses Thema. Euratom ist eine eigene Vereinigung außerhalb der EU. Benutzt nur diese ganzen Kommission und Quaqua alles mit. Ist aber extra. Und die sind alle Zwangsmitglieder. Und Österreich kann nicht aussteigen und Deutschland kann nicht aussteigen und Frankreich kriegt da und Hinkley Point und ja. Aber das Vereinigte Königreich hat Folgendes gesagt. When we invoke Article 50, we will leave Euratom as well. Das heißt, die wollen aus Euratom aussteigen mit der EU, mit dem EU-Ausstieg. Wollen aber weiter von der Areva diesen Deal machen. Es hängt die Pleite von der Areva und der EDF davon ab, an dem Kredit. Also das Menschenleben oder Sicherheit oder irgendwas ist da völlig wurscht. Das sind leider vor allem Juristen und ich hoffe, es sitzt kein Jurist hier. Und wenn nicht, darf man hinterher an die Gurgel gehen. Es ist leider ganz scheußlich. Es gäbe noch viele Sachen, Hochtemperaturreaktoren. Eines möchte ich noch sagen, bevor Fukushima in die Luft geflogen ist, hatten sie Flex Blue. Röhren aus U-Boot, also so U-Boot-Körper. Da wollten sie schnelle Brüter reingeben, also Reaktoren, die mit flüssigem Natrium gekühlt werden und vor Cherbourg versenken in den Ärmelkanal 2017. Dann ist Fukushima in die Luft geflogen, wenige Wochen später. Ich habe mir die alle runtergeladen. Also. Dann war es still. Und jetzt als Neuestes verkaufen sie es an China. Ganz neu, ganz neue Idee. So, es gäbe noch ganz viel zu erzählen. Na, wir haben noch 2 Minuten. Fragen? Gibt's Hoffnung? Nein. Warum kann ich bei Dings, also beim normalen Siedewasserreaktor die Brennstäbe nicht von oben reinfahren lassen, die Steuerstäbe nicht von oben reinfahren lassen? Die Brennstäbe fahre ich oben rein und raus, da kann ich doch auch. Möglicherweise ist auch der Wasserspiegel nicht immer gleich und. Das ist eine Konstruktion, die wird nicht so gemacht. Ich weiß auch nicht, wie groß dieses Stück ist, was oben der Dampf ist, den man dann abzieht beim Siedewasserreaktor. Da ist ja oben Dampf und unten Wasser. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Das tut man nicht. Aber warum im Detail, weiß ich nicht. Aber ich nehme an, dass es einfach zu groß ist. Fürs Protokoll die Frage war, warum man die Steuerstäbe beim Siedewasserreaktor nicht auch von oben reinfährt. Also ich vermute, dass einfach das Dampfding viel zu groß ist. Ja. Ganz hinten. Ich wiederhole auch die Frage notfalls. Jetzt ging es ja in erster Linie um die Graphit-moderierten Bautypen und die Siedewasser-moderierten Bautypen. Was ist denn so reingefahren, abschätzungstechnisch zu den Druckwasser-Reaktoren zu sagen, die ja meines Erachtens wesentlich häufiger sind.
Na, Sie haben jetzt die europäischen Druckwasserreaktoren sind in Planung. Also erstens Flamanville, wo Sie jetzt zittern, dass Sie das nicht hinkriegen, in Hinkley Point und in Finnland. Die arbeiten dadurch, dass sie unter Druck stehen, und zwar unter ziemlichem Druck, mit sehr, sehr viel höheren Temperaturen. Da hat man eine sehr viel höhere Energiedichte und das Ganze ist schon gar nicht mehr so beherrschbar, weil einfach die Energiedichte so hoch ist. Die Kosten explodieren ins Unendliche. Und die Siedewasserreaktoren sind etwas besser noch handelbar, weil die Temperaturen, glaube ich, bei 600 bis 800 Grad sind und mit den Druckwasserreaktoren deutlich höher, aus der höhere Energiedichte, dass das Ganze irgendwie einen Exkurs gibt mit der Leistung, ist durchaus zu befürchten. Ich glaube, in China wollen es ein paar. Die Chinesen nehmen alles. Leider. Über 340 Grad bleibt das Wasser nicht flüssig, da sind wir über einem kritischen Punkt. Ja, also 340 Grad, glaube ich, ist die kritische Temperatur vom Wasser. Und da ist dann kein Unterschied mehr zwischen Flüssigkeit und Gas. Genau. Ja. Und Druckwasserreaktoren arbeiten mit Temperaturen, die weniger sind, geringer. Schon, aber sie arbeiten höher als Siedewasserreaktoren. Richtig. Ja. Denn man versucht einfach die Temperaturen so weit hinaufzuschrauben, wie es geht. Darum hat man ja auch gerne Natriumgekühlte oder diese Thoriumreaktoren, also diese Salzschmelzenreaktoren. Die kann man auch deutlich mit der Temperatur raufregeln. Das wollen sie einfach, weil einfach der Temperaturunterschied mir die Leistung bestimmt, die ich hinten aus der Turbine rausbekomme. Aber das war ein sehr, sehr guter Einwand, dass über 340 Grad kein Unterschied mehr zwischen Flüssigkeit und Gas ist. Also darunter muss man bleiben, konstruktphysikalisch bedingt, ja. Gut, gute Bemerkung, danke. Alles, habe ich alle verschreckt. Ja. Was weißt du zu Betznau 1, das anscheinend älteste noch in Betrieb befindliche Atomkraftwerk der Welt, das in der Schweiz steht? Sie wollen, also wie Sie haben jetzt verhandelt und angeblich ist jetzt doch ein japanisches älter, weil da streiten sie nur um das Label, was drauf biegt. Aber Betznau ist das älteste in der Schweiz und Sie haben gesagt, damals, wie das in Betrieb gegangen war, hat es keine Auflagen gegeben, wie lange man das betreiben darf. Das heißt, die Sicherheitsvorschriften bleiben so wie zu dem Tag, wo es in Betrieb gegangen ist. Wir basteln das nicht nach. Das heißt, die wollen jetzt die Laufdauer verlängern. Das haben sie bei uns bei der einen Müllverbrennung gemacht. Da ist irgendwas kaputt gegangen und dann hat es geheißen, ja, jetzt baut es Filter nach den neuesten technischen Methoden ein. Nein, nein, das machen wir nicht. Wir haben die Betriebsgenehmigung, wir reparieren das nur. Und das ist, zu Zeiten von Betznau hat es noch keinerlei Einschränkungen gegeben. Und das gilt weiterhin. Nicht verzweifeln, es ist so. Das ist leider so, dass da bestehen die Juristen drauf wegen Rechtssicherheit oder was weiß ich. Wenn eine Genehmigung ist, dann bleibt die so. Und das bauen wir nicht nach. Vielleicht noch eine Frage zum Chicago Pile, der war ja moderiert. Mit Graphit. Mit Graphit, ja, da haben sie einfach Graphitziegel. Sie haben auch einmal irgendwas gehabt, da haben sie minderwertiges Graphit oder Kohle genommen. Da haben sie massive Schwierigkeiten gekriegt, aber die Physiker sind außenrum gestanden. Es hat einige erwischt. Und da haben sie dann Natururan verbraucht? Da haben sie Natururan verbraucht. Da haben sie aber riesige Mengen gebraucht, damit sie nach außen nicht so viel Verluste haben, wenn sie keinen Reflektor haben. Und das war so, ist relativ knapp, also Natururan. Da braucht man riesige Mengen. Was haben die dann wirklich gespalten? Haben die sich 239er Plutonium gebrütet und das gespalten? Oder haben die das 235er doch irgendwie gespalten bekommen?
Die haben wahrscheinlich das 235er doch auch gespalten. Die haben wahrscheinlich von allem was gespalten. Und dass ein bisschen Plutonium entstanden ist, ganz sicher. Irgendwelche Neutronen sind schon stecken geblieben und haben ein Plutonium. Es ist wahrscheinlich eine nicht ganz nachvollziehbare Mischung aus allem gewesen. Ja, mit dem Peil 2 haben sie dann ja absichtlich gebrütet. Also das hat er ja mal schon. Ja, sie wollten unbedingt die Bombe. Sie haben schon festgestellt, dass man durch das Spalten ganz viel Energie freisetzen kann. Da haben sie auch irgendwann einmal was gehabt, was mit Paraffin abgeschirmt haben. Aber nicht irgendwie so Gebäude, sondern wirklich nur so Paraffinblocks. Also. Aber ich glaube, wir müssen Schluss machen, gell? Danke.